Ich bin jetzt mal hier ein bisschen hochgeschwommen, weil ich dachte, ich möchte die ganzen Inseln hier entdecken. Diese Insel hat aber, habe ich bis jetzt keine Flagge gefunden, keinen Spot, der ihr einen Namen zuweist. Dafür habe ich was anderes gefunden. Guck mal, wer da liegt. Gangur! Der würde hier ja jetzt nicht liegen, wenn wir ihn nicht mitgenommen hätten, oder? Denke mal. Wir haben aber auch keine Aufgabe bekommen, die uns gesagt hat, finde ihn bitte. Haben wir noch Vermisste jetzt? Ich müsste fast mal auf meine Liste gucken, ob wir noch irgendjemanden vermissen, den wir auch zufällig finden, ohne dass wir hingeschickt werden dann. Seid ihr das, Lenyaril? Oh, ich bin froh, euch zu sehen. Ich bin nass bis auf die Knochen und wo meine Kleider trocknen, bleibt Salz zurück. Kein angenehmes Gefühl, doch ich kann von Glück reden, noch am Leben zu sein. Warum habe ich mich von euch zu dieser Reise nur überreden lassen? Ihr berichtet Gangur, dass ihr erleichtert seid, den lebendig aufzufinden, hatte man ihn doch für tot gehalten, nachdem er im Sturm über Bord gegangen war. Genau das ist geschehen. Ich weiß, es war dumm von mir, während des Sturms an Deck zu gehen, doch ich fürchtete, das Schiff würde voller Wasser laufen und mir unter Deck keine Überlebenschance lassen. Eine gewaltige Woge spülte mich über Bord. Jemand hat eine schützende Hand über mich gehalten, obwohl ich mir nicht erklären kann, wieso. Der erste Handwerker hat schon würdigere Zwerge untergehen lassen. Ich hatte keinen Zweifel, dass ich ertrinken würde, und ich sah... Nun, es ist unwichtig, was ich sah. Ich kann es ja selbst nicht glauben. Oh doch, erzähl es doch bitte, das interessiert mich. Ich habe meine Spitzhacke und meinen Beutel verloren. Zum Glück spuckte mich die See an den Strand. Und vielleicht wurden auch meine Sachen an eine dieser Inseln gespült. Würdet ihr nach ihnen suchen? Dann könnt ihr dabei auch ein paar Gesteinsproben der umliegenden Inseln sammeln. Ich möchte etwas nachprüfen. Ich werde, nun ja, ich werde einfach hierbleiben. Ich bin noch zu durchgeweicht, um mich vom Fleck zu bewegen. Beschafft Gangurs Spitzhacke, die Tasche und sammelt 6 Gesteinsproben. Na schön, wir haben ihn wiedergefunden. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn wir nie auf diese Insel gekommen wären? Wäre er dann hier versauert? Es gibt so viel was wäre, wenn's, die ich gerne ausprobieren würde. Oder wissen würde. Okay, wenn wir ihn gar nicht mitgenommen hätten, würde er wahrscheinlich jetzt auch nicht hier liegen und uns eine Quest verteilen. Was aber? Wir haben ihn mitgenommen. Wenn wir ihn jetzt nicht gefunden hätten, würde er dann einfach irgendwann irgendwo auftauchen? Also, wir müssen einfach nur Steine hier aufheben. Ich dachte, wir dürften irgendwie buddeln. Wir laden einfach nur Steine auf. Und hat es hier auch noch seine Spitzhacke? Irgendwo, ich meine, wenn ich jetzt die Map aufmache, wird uns wahrscheinlich über Ringlein mitgeteilt, wo wir die Sachen finden. Oh, vielleicht finden wir sie auch so einmal. Oh, sie ist ja wirklich klein, die Insel. Okay, eine Sache liegt hier gleich irgendwo. Die Spitzhacke. Komm nicht ran. Auf dem Heft von Gangurs Spitzhacke ist sein Name eingeritzt. Sehr schön. Ihr hättet doch eigentlich untergehen müssen, oder? So ganz. Ihr habt Gangurs Spitzhacke gefunden. Zum Glück ist sie unbeschädigt. Es ist unwahrscheinlich, dass die da anlandet an so einem Stein. Da hätten wir wahrscheinlich nachtauchen müssen. Gehen wir mal noch auf die andere Seite. Gehen wir hier rum? Warte mal. Oh, die Steine finden wir eher auf der anderen Seite. Dann gehen wir hier einfach nochmal auf den Hügel. Ich glaube aber nicht, dass der Säbelzahn uns hier einfach so das nehmen lässt. So,
fällt mir jetzt auch schnell auf, wenn er dich schon nicht entdeckt. Okay. Der Vogel droht mir. Ah ja, jetzt auf einmal alle beide. Ja. Na, komm, fall um. Ich glaube, Proben haben wir jetzt alle. Brauchen wir noch seinen Beutel. Also da, diese Insel hat tatsächlich keinen Namen. Das ist die namenlose Insel, der wir nichts entdecken können. Hier irgendwo noch etwas angeschwemmt. Okay. Jungustasche. Ich habe Gangustasche gefunden. Sie lag lange im Wasser, aber ist noch zu gebrauchen. Oh, da wird er sich freuen. Ihr habt meine Sachen gefunden. Ich klammerte mich an sie, als ich über Bord ging. Darum sind sie wohl dort gelandet, wo auch ich angeschwemmt wurde. Jedenfalls sind sie in besserem Zustand als ich. Zwar werde ich sie in der Sonne trocknen müssen, doch dann sind sie wieder gut zu gebrauchen. Ich hatte gehofft, dass die von euch mitgebrachten Gesteinsproben vielleicht ein Funkeln in sich tragen, doch bis auf die Salzkristalle haben sie keinen Wert. Allerdings, Gango verstummt kurz. Von den Höhlen der Inseln im Süden hörte ich die Rufe einiger Würmer und Drachen. Wie wäre es, wenn ihr sie bezwingt und aus ihrem Hort anschließend ein paar weitere Gesteinsproben beschafft? Ich selbst sollte inzwischen trocken genug sein, um zurück zum Schiff zu gehen. Wir sehen uns dort, sobald ihr meine letzte Bitte erfüllt habt. Okay, dann mache ich das. Wo sind wir denn? Dann mache ich das. Nö, dann machen wir das jetzt gleich anschließend, dann ist das zusammenhängend. Und dann gucken wir mal nach den Orks. So, wir sind auf der Dracheninsel. Wir sollen ja auch welche besiegen und dann aber auch was aus ihren Nestern fischen. Da müssen wir mal gucken, wo die Nester sind. Nicht schon eher oben, oder? Also ich würde als Drache zumindest mein Nest nicht unten an den Strand bauen. Sondern eher hier oben. Oh ja, da schillert schon was, aber das ist nur eine Truhe. Schimmert schon was. Hier irgendwo? Wie die hier so rumfliegen, das ist so richtig ungewohnt. Bröckelnde Steinprobe. Bröckelige. Okay. Dann liegen die also einfach nur hier rum. Und nicht direkt in einem Nest. So, jetzt sitzen sie beide da. Huch! Okay, mit Glück als Verstand. Wo spuckt denn der hin? Der hat jetzt ganz schief gespuckt. Okay, wir sammeln mal ein. Rodierte Gesteinsproben. Ah ja, doch, hier sind Nester. Oh, haben wir auch welche gelootet? Direkt von den Drachen, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber wahrscheinlich. Brauchen wir noch einen Drachen? Bringt Rangor korrodierte Gesteinsproben beim Ende der Reise. Also da, gut, dann gehen wir jetzt mal auf diese Insel und schauen nach den Orks.
Gibt es hier irgendeinen Hafen? Mal gucken, ob der bewacht ist oder ob wir da einfach uns einschleichen können. Oh, wir können da sogar hinreisen. Na sowas. Das ist doch ein Hafen für uns. Aber... Natürlich, das ist ja ein Ort. Vielleicht kriegen wir dort auch wieder einige Aufgaben. So, nur noch hier hochkommen. Ja, wir haben sogar einen Ausstieg hier. Sehr schön. Dann können wir da immer hinreisen. Und dann gucken wir doch mal hoch. Diesmal kommen wir ordnungsgemäß von der richtigen Seite in den Ort. Oh, guck mal, was hier für schöne Bäume hat. Aber hier geht's nicht weiter, oder? Hier hinten rum? Wir können auch mal aufsteigen zur Abwechslung. Denn die Insel ist ein bisschen größer. Da lohnt sich's dann. Aber lauter Tierchen hier, die uns ans Leder wollen, aber auch viel Holz. Ist das nicht ein bisschen unrealistisch, dass dieser Baum hier oben wächst? Auf dem Felsen? Den dann hier hingepackt? Ich glaube aber, ich bin jetzt gerade ein bisschen von der falschen Seite, oder? Boah, doch. Scheint zu gehen. Ihr habt Kavagur entdeckt. Ihr spürt die Last vieler Augen, die jede eure Bewegungen beobachten. Ihr Leben Orks, denen wir uns unterhalten können, die uns zugetan sind? Dein Ernst? Sehr ungewohnt. Ein heiler Handelsmann. Was? Mit einer Grimasse winkt euch der große Ork herüber. Wir könnten hier sogar binden, guckt mal. Am Lagerfeuer! Wie cool ist das? Wo eine Sau hängt. Also, ich bin erstaunt. Ich habe jetzt wirklich gedacht, wir müssen hier... Hier gibt es vielleicht auch irgendwie Korsaren, die dann die Orks... Die sagen, ja, macht mal die Orks weg und so. Die uns belagern schon die ganze Zeit. Aber so... Ja dann. Ihr seid nicht der erste Fremdling, der den Weg hierher gefunden hat. Aber ihr solltet besser dafür sorgen, dass ihr nicht der Letzte seid, hört ihr? Wenn ihr irgendwelche Tricks versucht, verziehen wir eure Kehle mit einem Pfeil. Also sie sind deswegen nicht freundlich. Nur weil sie freundlich sind, sind sie nicht freundlich zu uns. Solltet ihr etwas Wichtiges in Mar Nafra zu tun haben, dann geht auf den Hügel und sprecht mit Sagdur, unserer Ältesten. Sie wird euch weiterhelfen, unserer Ältesten. Okay. Können wir hier was abgeben? Wenn da schon ein Ringlein ist? Ja. Aber nur eins. Sag du, Schukurz, mit einem Schreck erkennt er den Ork neben der Ältesten. Kennen wir den? Schukurz? Ich kann mich jetzt überhaupt nicht erinnern. Liniaril, euch habe ich hier am wenigsten erwartet. Keine Sorge, Sokmauk, Lumbak, Musmak und Schulgolb haben es mit mir aus Gundabad herausgeschafft.
Wir sind selbst erst kürzlich hier angekommen. Einige Leute waren über unseren Aufenthalt nicht erfreut, aber das konnten wir aus der Welt schaffen und... Ach, jetzt, ja. Die sind das. Die waren doch da unten in dieser Grube, ne? Und wir haben doch da welche befreit. Ja, ja, ja. Ist ja nett. Wir haben es überlebt und haben Zuflucht gefunden. Zagdur räuspert sich, woraufhin Schuh kurz schelmisch grinst. Nun, Fremdling, wenn ihr mit Schuh kurz befreundet seid, kann ich mein Misstrauen erst einmal zurückstellen. Was führt euch nach Kaffagur? Der Hut. Er erzählt ihr von dem Mann in Marnafra, in dessen Auftrag ihr noch Orks Ausschau halten solltet. Seinen Worten nach scheint auch er ein Fremdling zu sein, weit weg von uns zu Hause, weit weg von seinen Freunden. Nein, weit weg von zu Hause. Die wenigen in Marnafra, die mit uns handeln, würden ihm nie von Kaffagur erzählen. Ich werde unsere Wachen beauftragen, nach diesem Mann Ausschau zu halten, für den Fall, dass er finstere Absichten hat. Was eure Absichten angeht... Schuhkurz Freundschaft mit euch bedeutet mir einiges, doch ich bin noch nicht überzeugt. Solltet ihr in Kaffagur bleiben wollen, dann helft bitte meinen Leuten. Beweist mir, dass ihr vertrauenswürdig seid. Wenn nicht, dann hört auf meine Warnung und lasst uns in Ruhe. Erfüllt Aufgaben. Ach, ist ja nett. Okay. Jo, dann dürfen wir jetzt für die auch ein bisschen was tun. Okay, wer braucht uns denn? Da drüben, Musmak. Schukot sagt, ihr habt uns in Gundabad einen Dienst erwiesen. Danke dafür. Wie wir hierher gekommen sind, das ist eine lange Geschichte. Ich kann sie selbst kaum glauben. Langsam bin ich es auch leid, sie zu wiederholen, also sollte ich sie besser zu Papier bringen. Dafür muss ich allerdings erst Farbstoff herstellen. Der kann schreiben? Wenn ihr helfen wollt, nur zu. Im Norden gibt es einen Käferbau, der Gax Hofra genannt wird. Dort sollte es reichlich Käfer mit bunten Panzern geben, die ich benutzen kann. Oh, ich glaube, das ist auf der anderen Insel, die habe ich schon entdeckt, genau. Vielleicht schicken sie uns ja eh dahin und dann hätten wir die Inseln eh entdeckt und ich hätte nicht extra hinschwimmen brauchen. Der Säbelzahn Hedaka hat uns bei unserer letzten Jagd in Dor Perka überwältigt. So viele sind gefallen. Ich rannte her zurück, doch einer der Neulinge, ich glaube, er hieß Lumbak, blieb zurück. Ich sagte ihm, es sei dumm, etwas beweisen zu wollen, aber vielleicht war das vermessen von mir. Könntet ihr euch nach Südosten begeben und sicherstellen, dass er noch lebt? Ich zweifle nicht an seinem Können, doch den Helden spielen zu wollen, könnte ihm zum Verhängnis werden. Wir brauchen mehr Säurefiolen und Drachenhäute für unsere Ausrüstung, aber uns fehlen unverletzte Jäger, die Richtung Osten nach Jeb-Lifa ziehen können. Würdet ihr für uns jagen? Die Säure der Drachenjungen zu sammeln ist der einfachere Teil, denn die Zehen heute stammen von größeren Drachen. Das heißt, wir müssen auch nochmal rüber. Den Drachen... Meine Verletzungen? Oh, es geht mir gut. Ich werde gerade zusammengeflickt, richtig? Ich mache mir mehr Sorgen um Sorgmauk. Ich glaube, ich habe ihm Angst gemacht. So bin ich in dieser Situation gelandet. Er ist sofort weggelaufen als ich. Aber ich denke, er steckt noch irgendwo in Kaffagur. Stellt sicher, dass es ihm gut geht, wenn ihr ihn seht. Hustet erstmal, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Wahrscheinlich ist er immer noch sehr nervös. Findet Sorgmauk und macht ihn mit einem sanften auf euch aufmerksam. Also eigentlich einem sanften Hüsteln. Nachdem ich so viele verwundete Jäger behandelt habe, sind schon noch kaum genug Spinnennetze übrig, um Nagas Wunden zu versorgen. Wenn ihr den Mut dazu habt, begebt euch nach Mai Kibi im Nordwesten und sammelt ein paar Netze für mich. Und lasst euch nicht verwunden, ich möchte euch nicht auch noch behandeln müssen. Ich habe mein letztes Spinnengift für Nagai verbraucht. Es konnte den Schmerz lindern, aber das wird nicht von Dauer sein, wenn ich nicht bald neues Spinnengift bekomme. Wenn ihr euch das zutraut, bringt ein paar Spinnen für mich zur Strecke, ja? In Mai Kibi, nordwestlich von hier, gibt es reichlich von ihnen.
Und da hinten noch einer. Danke, dass ihr uns aus Gundabad herausgeholt habt. Hier ist es viel schöner und ich muss nicht mehr kämpfen. Ich helfe Ujun nur noch beim Kochen. Allerdings hatten wir in letzter Zeit Schwierigkeiten. Wir wollten etwas kochen, um die Moral zu steigern, doch Ujun hat wieder vergessen, die Jäger zu bitten, Zutaten zu sammeln. Jetzt sind nicht mehr genug Jäger da, um uns zu helfen. Ich würde es ja selber tun, aber ich glaube nicht, dass ich dazu bereit bin. Würdet ihr uns nochmal helfen? Aber natürlich. Kochkatastrophe. Die Drachen östlich von Jeblifa sind gefährlich, aber ihre Eier sind die Gefahren wert, das verspreche ich. Seid aber vorsichtig, sie behalten ihre Nester stets im Auge. Ach, an den Nestern sind wir schon vorbeigekommen, da waren auch Eier drin. Die Nester der Käfer in Gaxhofra sind randvoll mit leckeren kleinen Maden. Begebt euch einfach in den Norden von Kafagur, dann seht ihr, wovon ich spreche. Uhuhu, viele, viele Quests und wir werden auch überall hingeführt. Die Jagd nach Hedaka. Was ist jetzt das da unten? Doch, das ist das. Die Jagd nach Hedaka. Ist die da? Sind wir an der Katze vielleicht sogar vorbeigelaufen? Jo, okay. Soll ich mich jetzt hier binden? Ich meine. Ich bleib hier. Ich bleib unten gebunden am Schiff. Das ist ja jetzt hier nicht so riesig. Dann gucken wir doch als erstes mal nach der Katze. Dann sind wir nämlich schon unten am Hafen und müssen nicht irgendwie Klippen runterspringen. Und dann machen wir die Sachen hier mit den Drachen. Gehen hier hoch zu den Käfern und dann können wir hier an der Landspitze noch Dinge erledigen. Oh, neue Aufgabe gefallen von Kafagur? Die Leichen gefallener Jäger aus Kafagur liegen überall verstreut in Dorperka. Ihr solltet ihre Habseligkeiten bergen. Bin ich da jetzt an einem vorbeigelaufen? Ich sehe gar keinen. Außer, dass ich jetzt so einen Säbelzahn an der Backe habe. Gucken, wo ist denn das eingetragen? Ah, okay. Laufen wir hier rüber, da müsste ja irgendwo was sein. Wo ist das hier unten? Alter Jäger, tatsächlich. Eine Höhle. Mag ich hier runterspringen? Schaffen wir das? Ich glaube, das ist nicht tödlich, okay. Oh, haha, jetzt auf einmal. Komm hier. Rudelmutter, Schleicher, okay. Interessant, dass die noch nicht aufge... Oh doch, da fehlt der Kopf. Wollte gerade sagen, und ein Bein. Dass die noch nicht aufgefressen sind, aber die ist aber nicht. Das ist aber nicht die, die wir töten sollen, ne? Nee. Überall Schleicher. Okay. Alle kopflos. Vielleicht schmeckt das Gehirn am besten. Lumbak. Oh, Lumbak. Fallen aber schneller um. Da ist der eine. Huch, ich bin gleich tot. Warum? Ich hab so eine Blutung drauf. Gegen die ich auch gar nichts machen kann. Das wäre ja dann mal wieder ein Grund. Doch, kann ich. Es war bloß Lag. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja mal wieder ein Grund, solche Tränke da zu kaufen, aber pff. Lumbak! Als ihr näher kommt, verengen sich Lumbaks Augen. Ups, es gibt ja ein paar Dinge, die mich verletzen wollen und ich versuche nachzudenken.
Oh, Moment mal. Ihr könnt bei meinem Plan mitmachen. Schaut. Er schwenkt triumphierend ein Stück rohes Keilerfleisch herum. Ich habe mir einen Köder gejagt. Sucht euch einen guten Platz, um ihn auszulegen und Hedaka herauszulocken. Eine solche Bestie sollte für euch doch kein Problem darstellen, oder? Ah, deswegen sind wir an dem nicht vorbeigekommen, beziehungsweise... Ja, ist er mir nicht aufgefallen, weil wir ihn herauslocken müssen. Aber an welcher Stelle? Okay, wir müssen erstmal... Nee, den Köder hat er mir gegeben, ne? Warum wir denn? Lockt Hedaka heraus und bezwingt ihn hier gleich? Er hat mir jetzt aber keinen Köder gegeben, oder? Muss ich mir den selbst organisieren von den Wildschweinen? Da ist es. Oder ich muss die richtige Stelle finden. Hinter uns wahrscheinlich in der Höhle, ne? Müssen wir nochmal da rein. Aber möglichst ohne die Schleicher. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Stein, wo wir das ablegen können. Wäre ja so die übliche Vorgehensweise. Ah, eine gute Stelle für den Köder. Okay, dann mache ich aber erstmal die Rudelmutter weg, weil die uns sonst auch vielleicht noch in den Rücken fällt. Viechern. Nee, die Blutung kann ich nicht wegmachen. Gut, dass wir noch gewartet haben. So, und jetzt? Hallöchen. Oh, die sind echt böse, die Katzen. Hedaka wurde bezwungen. Schnell weg hier. Oh Gott, ich bin auch noch verlangsamt. Angestrengt stößt Lumbak den Atem aus, als hätte er ihn die ganze Zeit über angehalten, während er auf eure Rückkehr gewartet hat. Er ist fort. Puh. Rookback hatte recht. Sie könnten nicht allein gegen Hedaka antreten. Nee, ich konnte nicht allein gegen Hedaka antreten, nachdem ich gesehen hatte, wie er alles zerfleischt hat. Ah, er schluckt. Danke für eure Hilfe. Ich werde nach Kafakur zurückgehen und mich ausruhen. Damit hätten wir den ersten. Oh, die Rudelmutter? Gibt's wohl nicht nur drinne. Und die erste Aufgabe für die Orks erledigt. Ja, komm, fall um. Dann gehen wir mal. Jo, dann gehen wir. Wobei, wir haben hier noch was. Orange Überlebensinstinkte. Findet Sorgmauk. Ist der hier? Nein, das ist nicht das Orange. Hilfe für Kafagur. Okay. Das ist nur die Zusammenfassung. Dann sind wir hier fertig und gucken dann mal auf die Dracheninsel.